Hallo liebe Freunde, und eigentlich müsste ich sagen, ein herzliches Willkommen zu Let's Play No Man's Sky. Aber nur eigentlich. Leute, es gibt traurige Nachrichten. Es ist Sonntag, 23.28 Uhr. Und ganz ehrlich, ich sitze gerade vorm Rechner. Ich habe aufgenommen, ich habe geschnitten. Ich habe das halbe Wochenende gearbeitet, um euch Folgen präsentieren zu können für diese Woche. Und wenn du das Video hier siehst, dann ist es Mittwoch. Und es ist alles weg. Es ist einfach nur fucking weg. Ja, wir gucken hier uns gerade so einen komischen Grafikbug an in No Man's Sky. Ich habe Tomb Raider bearbeitet. Folge, ich weiß nicht, keine Ahnung, 38 bis 43. Zwei ganze Sessions. Weg. Die Videodateien sind weg. No Man's Sky, das was du gerade siehst. Zu dem komme ich aber gleich noch, zu dem Spiel. Die Audiodatei. Weg. Einfach weg. Es ist einfach fucking weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Habe ich es aus Versehen gelöscht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es sind ungefähr 5 Stunden Aufnahme. Ne, das stimmt nicht. 3 Stunden Aufnahme von Tomb Raider einfach weg. Und die ganze Session von 2,5 Stunden Audioaufnahme von No Man's Sky weg. Das heißt, ich kann euch keine Folgen mehr präsentieren. Jedenfalls nicht diese Woche. Wieder mal ist mir eine Aufnahme abhanden gekommen, abgekackt. Abgekackt kannst du nicht sagen, sie ist einfach halt weg. Und wieder bei Tomb Raider. Ich bin gerade echt ziemlich angepisst. Ich bin echt eigentlich witzig drauf und eigentlich gut drauf und alles. Aber ich verstehe gerade im Moment so ein bisschen die Welt nicht mehr, ganz ehrlich. Es ist einfach alles weg. Ich weiß nicht, habe ich es aus Versehen gelöscht oder was ist passiert? Ich habe es vorher noch, vor einer Stunde habe ich noch dran gearbeitet, habe ich noch geschnitten. Habe jetzt so schnell die Thumbnails alle gemacht für Tomb Raider. Die Audioaufnahme von No Man's Sky ist sowieso weg. Das hatte ich davor schon gewusst, das heißt, ich musste eh schon umdisponieren und wollte dann eigentlich nur Tomb Raider bringen. Ab Dienstag ist es weg. Tomb Raider 37 ist die letzte fertige Folge, die ich hatte. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Spiel nochmal neu laden muss, neu laden kann an der Stelle. Weil wir sind schon ziemlich weit. Und ich will nicht nochmal das Dreiviertelspiel komplett durchspielen. Ich weiß nicht, was ich machen will, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich fucking keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist absolute Worst-Case-Szenario. Also schlimmer hätte nur noch sein können, die Festplatte wäre abgeraucht. Das ist es nicht, aber es ist halt alles weg. Es ist einfach alles einfach weg. Das heißt, naja, Let's Play kannst du jetzt zu der Folge hier nicht sagen oder zu dem Infovideo oder wie ich auch immer das nennen soll. Aber Fakt ist einfach, vor Sonntag oder so kann ich nichts Neues bringen oder mal gucken, ich weiß noch nicht, keine Ahnung, ich weiß selber jetzt nicht, was ich mache, wie ich es mache, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, warum es passiert ist. Ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Es tut mir echt richtig, richtig leid. Es tut mir echt weh. Ich bin gerade ziemlich, ziemlich fassungslos eigentlich. Und sitze hier vorm Rechner und habe jetzt noch gesucht und gemacht und getan. Und ich habe keine Ahnung. No Man's Sky.
Was soll ich dazu sagen? Ich lasse es jetzt gerade noch im Hintergrund laufen und ihr seht, wir laufen hier auf einem, auf dem letzten Planeten, auf dem ich, den ich besucht habe. Ich glaube, da habe ich auch die letzte Folge beendet, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. No Man's Sky. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe das aufgenommen am Samstag und habe die Audioaufnahme abgespeichert, wie immer. Das ist eigentlich Session 5. Ich habe die Audiodatei unter Session 5 abgespeichert, habe sie rüberkopiert auf einen anderen Rechner, wo ich es bearbeite. Ich habe eine Audiodatei Session 4 und ich habe eine Audiodatei Session 5, aber es sind beides dieselben Dateien. Keine Ahnung. Also auch 2,5 Stunden No Man's Sky Aufnahme eigentlich mehr oder weniger für den Arsch und ich habe eigentlich auch keine Lust, das jetzt irgendwie nachzukommentieren. Das nächste ist, was ich zu No Man's Sky noch sagen kann. Ich wurde ja gefragt, ob das Spiel dem Hype gerecht wird. Und ehrlich gesagt, nein, es wird ihm nicht gerecht. Ihr seht hier hinten, ihr seht es gerade. Wir machen hier gerade irgendwie, was machen wir denn da gerade? Also wir haben wieder so ein komisches Ding gefunden, wo wir so Signale suchen können. Ja, wir sind hier an so einem Gebäude und genau um das geht's auch. Die Gebäude sind auch immer die gleichen. Da im Hintergrund siehst, hast du gerade gesehen, da fliegt wieder ein Stein in der Gegend rum. Keine Ahnung. No Man's Sky. Ich weiß nicht, No Man's Sky, was No Man's Sky hat irgendwie. Es ist alles gleich. Es ist immer dasselbe. Du findest ein paar Gebäude wie hier, diese Signale und das war's. Sammelst immer den gleichen Scheiß ein. Ich habe jetzt hier auf dem Planeten kein einziges Viech, glaube ich, entdeckt. Auf dem nächsten und auf dem übernächsten auch nicht. Es gibt Viecher, es gibt auch unbewohnte Planeten. Das ist auch geil und ist auch ein geiles Spiel oder ein geiler Ansatz von dem Spiel. Aber es ist einfach. Ich habe das zweite Schiff. Das erste Schiff hat sich genauso geflogen wie das zweite. Es ist kein Unterschied, ob du im Weltall fliegst oder ob du nicht im Planeten fliegst, aber in der Atmosphäre eines Planeten fliegst, weißt du? Du kannst nicht mal abstürzen mit dem Schiff. Das geht nicht. Du kannst nicht abstürzen, weil in dem Moment, wo du gegen eine auf eine Felswand zufliegst, zieht das Schiff automatisch drüber. Ich weiß nicht, wo sind da irgendwo die ganzen, weiß ich nicht, die ganzen Außerirdischen? Außer, dass da mal einer zufällig irgendwo in so einem komischen Ding sitzt, weißt du, in so einem komischen Teil sitzt. Weißt du? In so einem komischen Gebäude. Aber wo sind die Zivilisationen? Wo sind die verschiedenen? Ich weiß nicht, es könnte doch so viele Sachen geben. So irgendwie verschiedene Rassen, die sich bekämpfen oder irgendwelche Fraktionen, die es gibt, die man sich anschließen könnte, die man sich anschließen kann, was auch immer. Und Henry, ja, ich habe das System nach dir benannt, falls du das da im Hintergrund siehst. Also ich habe mein Versprechen eingehalten. Aber wir sind hier gerade auf einem Planeten, da hat es 80 Grad. Ich meine, warum ist das Wasser flüssig? Warum ist auf einem Planeten, den ich später besucht habe, bei minus 50 Grad das Wasser überhaupt noch flüssig? Warum? Warum schweben irgendwelche Steine in der Luft? Warum? Warum scheißt es hier Plutonium aus, wie wenn es einfach Kacke wäre? Weißt du, ich meine. Warum werde ich hier ständig. Warum. Ja, es ist einfach. Ja, da hast du wieder so einen Wächterbot. Okay, gut. Aber es ist auch völlig egal, ob du jetzt irgendwie auf einem großen oder auf einem kleinen Planeten bist. Es macht keinen Unterschied. Es fühlt sich gleich an. Es gibt keinen Unterschied in der Schwerkraft. Es gibt einfach keine Physik in dem Spiel. Es ist einfach. Ja, genau das, was du jetzt siehst.
rumlaufen, Sachen suchen. Ich habe dann die Sachen auch gefunden für die Warpzelle zu bauen. Aber das ist es dann auch. Mehr ist nicht in dem Spiel. Mehr ist nicht in dem Spiel. Und ich meine, ich habe keine scheiß fucking 70 Euro bezahlt oder 69 Euro oder was auch immer für ein halbes unfertiges Spiel. Weißt du, das ist... Es sollten so viele Inhalte da drin sein in dem Spiel, die nicht da sind, die einfach nicht da sind. Man hat da Trailer gesehen. Da hinten siehst du jetzt wieder so ein komisches Ding in der Luft schweben. Was soll das? Klar, die Wächterbots, da gibt es dann auch ein bisschen Action und so. Ich glaube, wir werden gleich noch angegriffen von so Elite-Einheiten oder sowas. Siehst du, was da in der Luft schwebt? Warum? Warum schwebt es da in der Luft? Das Spiel sollte so viele Inhalte haben. Es sollte alles berücksichtigt werden. Die ganzen Physik, die Schiffe sollten alle verschieden sein. Das sollte sich alles verschieden anfühlen. Es sollte so viele Möglichkeiten geben. Aber sie sind einfach nicht da. Es wirkt wie ein Spiel. Es wirkt, ja, Elite-Einheit, hast du gesehen. Ich lasse das jetzt gerade noch laufen. Es gibt so viele Inhalte, die hätten da sein sollen. Die auch mal da waren. Du hast die... Und es gab alles Mögliche. Es haben Leute gespielt, aber sie sind nicht da. Ich weiß nicht, warum sie nicht da sind. Sie sind halt nicht da. Sie sind einfach nicht da. Keine Ahnung, warum nicht. Aber sie sind einfach nicht da. Warum haben wir... Ich weiß nicht, ob's rausgenommen wurde oder was auch immer, aber es wirkt wie ein Spiel, das einfach nicht fertig ist. Weißt du, es ist einfach so, das Basisspiel ist da, aber die Inhalte fehlen. Und dafür habe ich irgendwie keine 69 oder eigentlich habe ich ja sogar mehr bezahlt. Ich habe, glaube ich, knapp 80 Euro für die Special Edition bezahlt. Keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der irgendwelche Spiele schlecht redet oder so. Aber ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gehört, da gab es, glaube ich, auch irgendwelche Probleme und einen Rechtsstreit und weiß ich was. Wahrscheinlich haben sie jetzt Schadensbegrenzung gemacht und Spiel irgendwie downgegradet und dann trotzdem rausgebracht, um dann noch Geld einzuspielen oder so, aber... ey Leute, macht sowas nicht. Das ist einfach scheiße, sowas. Auf Kosten von den Leuten, die das Spiel kaufen. Vielleicht wird es ja auch noch gepatcht und weiß ich nicht. Und vielleicht werden die ja wieder eingefügt, die Inhalte. Und trotz allem habe ich da wenig Lust, da drauf zu warten. Diese Ansprache wäre trotzdem gekommen. Jetzt kommt sie halt ein bisschen früher. Ich mache jetzt auch Schadensbegrenzung. Das ist jetzt quasi die Mittwoch- oder die Donnerstagfolge. Weiß ich nicht, wahrscheinlich die Mittwochsfolge, keine Ahnung. Ja, da, guck, da müssen wir es gleich sehen. Gleich kommen wir hier und dann siehst du die Mega-Einheit, wo da rumrennt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, da hinten hast du kurz gesehen. Ja, aber warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Ich meine, siehst du das Teil? Das ist schon geil gemacht, aber... Viel mehr ist es dann aber auch nicht, weißt du? Viel mehr ist es dann auch nicht. Und dann laden die Texturen so komisch nach. Warum kann ich im Weltall irgendwas zerstören und es dann damit einsammeln? Aber hier, guck, ich kann hier nicht mal auf die Dinger schießen. Es geht einfach nicht. Ich kann, wenn ich über den Planeten fliege, nichts abbauen. Im Weltall kein Problem, kann ich mit dem Schiff abbauen, aber auf dem Planeten nicht. Da hinten siehst du, das große Teil, was du gerade gesehen hast, das ist irgendwie Gold. Warum ist das nicht unter der Erde? Warum ist das irgendwie... Weiß ich nicht. Naja. Auf jeden Fall No Man's Sky. Es ist einfach wie ein leeres Spiel oder ein halbfertiges Spiel irgendwie und es wirkt ein bisschen wie Early Access und ich habe keine 70 Euro, 80 Euro oder 69 Euro im Grundpreis. Siehste, ich kann es nicht abbauen. Ich kann es nicht abbauen mit dem Schiff, es geht nicht. Warum hängt da so ein Goldklumpen rum? Der müsste eigentlich unter der Erde sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Stört mich auch nicht unbedingt. Ich meine, es war klar, dass das Spiel keine
keine Story hat, aber das stört mich auch gar nicht. Das war ja auch klar, aber es wirkt einfach wie ein, weißt du, wie Early Access oder so, und dafür bezahle ich keine 70 Euro. Ich bezahle keine 70 Euro für Potenzial. Ich bezahle keine 70 Euro für irgendwas, wo ich ein bisschen spazieren gehen kann und das war's dann. Also auch No Man's Sky wird es definitiv keine weiteren Folgen geben. Ich werde das abbrechen sowieso. Ich hätte es eh abgebrochen. Es wären jetzt halt noch 4-5 Folgen gekommen, aber oder 6, ich weiß nicht. Jetzt ist es halt, ist die letzte Folge. Tomb Raider, ich habe keine Ahnung, liebe Freunde. Ich weiß es nicht. Im Moment, ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ich muss jetzt dann auch gucken, dass ich da mal ins Bett komme. Der alte Kaffeeonkel muss dann auch mal schlafen, weil er muss ja morgen wieder aufstehen. Ja, damit will ich euch jetzt nicht nerven. Auf jeden Fall, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Ich habe wirklich versucht, oder es war immer mein Anspruch, jeden Tag wenigstens eine Folge zu bringen, ein Video zu bringen. Ich habe das jetzt über einige Wochen, einige Monate geschafft. Und so eine Scheiße. Jetzt ist das alles weg. Tomb Raider ist weg. Ich war Tomb Raider. Ja, jetzt spinnt auch noch mein Mikro. Ich habe keine Ahnung, heute ist der Wurm drin. Ganz ehrlich, es ist ein ganz rabenschwarzer Tag. Für mich irgendwie. Ich war mit Tomb Raider durch. Ich habe Tomb Raider durchgezockt. Also, ich war fertig. Und alles ist weg. Alles ist weg. Es ist einfach nur weg. Ich war mit Tomb Raider durch. Ich hatte es fertig. Ich hatte es durchgespielt. Ich musste nur noch die letzte Folge schneiden. Bis dahin war ich fertig und jetzt ist alles weg. Es ist alles weg. Es ist, die Audiodateien sind noch da, aber die Videodateien alle weg. Und da ich das jetzt nicht auf die Schnelle ersetzen kann oder irgendwas, kann ich jetzt halt nicht sagen, wann ich die nächste Folge bringen kann. Kann ich überhaupt noch Tomb Raider bringen? Wie wird es überhaupt weitergehen? Es wird weitergehen, definitiv. Es wird neue Let's Plays geben. Es wird vielleicht auch noch mit Tomb Raider, muss ich jetzt schauen. Aber jetzt für diese Woche wird es das erstmal von mir gewesen sein. Zumindest mal frühestens am Samstag wird was kommen. Vorher werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich es abends einfach nicht schaffe aufzunehmen und abends nicht schaffe zu bearbeiten. Ich mache das, ich kann das wirklich nur am Wochenende machen. Es tut mir echt mega leid. Tut mir echt leid. Ich könnte echt heulen gerade. Ich hoffe, ihr seid mir, ja, oder ich hoffe, ihr habt Verständnis und bleibt mir trotzdem treu, dem alten Kaffeeonkel. Und auch wenn das jetzt nicht witzig war und ich heute jetzt nicht gut drauf bin, war es mir jetzt trotzdem wichtig, das jetzt noch schnell zu machen am Sonntag. Ich hoffe, ich kann die Folge noch einigermaßen zusammenschnibbeln. Ganz schnell auf die Schnelle. Wird ein bisschen improvisiert sein. Tut mir echt leid. Und damit sage ich erstmal bis auf Weiteres. Bis dahin. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich werde bald wieder... Ihr werdet mich bald wieder in alter Form sehen, ja nicht, aber zumindest hören mit einem neuen Video. Ich werde versuchen, Tomb Raider noch irgendwie nochmal, schon wieder nochmal irgendwie neu zu starten sozusagen. Also irgendwie, ich hoffe, ich kann noch irgendwie einen Speicherstand laden oder so und dann da irgendwie weitermachen und es nochmal aufnehmen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Es ist schon, Tomb Raider, ich habe keine Ahnung. Da ist so viel schiefgelaufen in dem Let's Play. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich sagen? Tut mir echt leid, dass ich euch jetzt irgendwie auch enttäuschen muss. Ich bin selber enttäuscht, ganz ehrlich. Bis dahin, have a nice day. I'm sorry. Tut mir leid. Wir werden uns in Kürze wiedersehen, in Kürze wieder hören. Und dann freue ich mich, wenn wir einfach wieder weitermachen können, wenn wir wieder durchstarten können und wenn du wieder dabei bist bei dem alten Kaffeeonkel. Ciao, ciao.